Die erste Feuerwehrbereitschaft der Hansestadt Lübeck ist am frühen Morgen zu einer Übung hier auf dem Flughafen ausgerückt. Ziel war es, die Zusammenarbeit zwischen der Flughafenfeuerwehr und den freiwilligen Feuerwehrkräften zu üben. Das Szenario war wie folgt: Es hat einen Flugunfall gegeben, in dessen Folge diverse Einsätze abzuarbeiten waren. Unter anderem galt es, nach einem Flugunfall die Brandbekämpfung durch die Flughafenfeuerwehr einzuleiten. Im Anschluss wurde dann durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr eine Wasserversorgung über lange Wegstrecken aufgebaut. Circa 1000 Meter mussten hier Schlauch verlegt werden. An anderen Stellen galt es, einen Gebäudebrand zu bekämpfen, wo 11 Verletzte, dementsprechend auch Vermisste, vor Ort waren. Hier wurde schnell die Brandbekämpfung unter Atemschutz eingeleitet, Verletzten-Sammelstellen aufgebaut und letztendlich dann die Brandbekämpfung vorgenommen. Am dritten Szenario galt es, einen Verkehrsunfall abzuarbeiten. Hier waren zwei PKWs zusammengestoßen, gleichzeitig waren noch Bombenmaterial mit beteiligt und es galt, die Verletzten entsprechend verletztenversorgungsmäßig zu betreuen und gleichzeitig aber auch die patientengerechte Rettung ordnungsgemäß vorzunehmen. Ich bin mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden. Letztendlich sind alle Übungsszenarien gut abgearbeitet worden. Wir haben derzeit den Stand aus der Übungsleitung bekommen, dass wir 140 Teilnehmer über alles dementsprechend, die heute Morgen in den Einsatz gebracht haben. Wir freuen uns sehr, dass wir den Flughafen zur Verfügung stellen können, weil für uns ist es wichtig, auf alle Fälle vorbereitet zu sein. Wir wollen natürlich nicht, dass sowas passiert, aber wenn was passiert, dann hat man eben die Übung und jeder kennt sich aus. Ich denke, es ist sehr gut gelaufen. Es waren sehr realistische und gut vorbereitete Szenarien. Und alles, was ich so beobachten konnte, ist, dass die Zusammenarbeit wunderbar funktioniert hat und eigentlich die ja tatsächlich nicht Verletzten alle geborgen wurden und wir die Feuer ganz auch schnell gelöscht hatten.